Hallo, hallo, da sind wir wieder bei Terminator Resistance. Und ja, wir sind jetzt soweit eigentlich fertig hier und müssen nur noch einen guten Aussichtspunkt finden. Und den gilt es jetzt zu suchen. Zumindest ist der nicht ganz so weit weg. Da könnten wir zum Beispiel den nehmen, der ist bei 71, aber wir müssen auch hier wieder rauskommen. Denn hier oben waren, glaube ich, noch andere, ne? Ihr seht wahrscheinlich, es hat sich ein bisschen was verändert bei mir. Und zwar ist die Grafik doch ein bisschen besser geworden. Finde ich zumindest. Denn ich habe einen anderen Monitor jetzt, einen neuen. Und das ist ein 1440p Monitor. Mein erster, wohlgemerkt. Und da ist das Bild direkt viel klarer und viel schöner. Weiß nicht, ob es dunkler ist für euch. Der Monitor ist relativ dunkel. Ist ein bisschen schade, aber sonst ist der eigentlich ziemlich geil. Haben wir hier noch irgendwelche Gegner? Kann ja nicht, wenn man dieses Ding da zerstört, ne? Da ist ja doch noch einer. Gut, man sollte auch die andere Taste drücken. Oh. So, falsche Taste. So, ich würde vorschlagen, wir gehen zu. Wo ist denn die jetzt? 88 Meter. Ich habe die ganze Zeit ein Spiel gespielt, wo ich mit F aufsammel. Und deswegen drücke ich jetzt immer F. Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Gucken, ob wir hier rumkommen. Guck mal, hier waren wir ja schon. Ja. Ich meine, hier waren auch irgendwo noch Gegner oder hatte ich die zerstört? Ach, das ist auf der. Ach, hier war ich ja schon, genau. Hier war doch auch der andere hier, ne? Hier der. Der eine hier ist da noch. Das ist ein bisschen schlecht. Hier waren wir wohl noch. Gut, doch, hier waren wir aber schon. Ich meine, hier waren wir schon. Habe ich die Tasche vergessen, wa? Ach, das sind die, ja. Moment. Inventar. Haben wir da noch diese Geräuschdinger? Anscheinend nicht. Können wir das herstellen? Hier nicht, ne? Hat er mich jetzt gesehen? Glaube, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen, aber er kommt jetzt nicht genau zu mir. Das ist gut. Also, ich muss schon sagen, auf dem 1440p und 144 Hz Monitor ist das Spiel schon richtig geil. Komm, mach dich mal weg hier. Lass da rüber. Ach, das ist richtig oben. Der Kameramodus. Verwende die verbesserte Ultra-Vision-Brille, um Fotos von Skynets-Einrichtungen und Feinden zu machen.
Drücke V, um die unfreie Vision-Brille zu de deaktivieren. Richte dich auf das markierte Ziel aus, um die Bildqualität von mindestens gut zu erzielen. Drücke E, um Foto zu machen. Also ich muss die eigentlich aktivieren und nicht deaktivieren, aber egal. Was war das? Ich sollte auch E drücken. Das war's? Ne, da ist noch einer. I'm sending you the first set of pictures. That's exactly what we need. Move to the second point. Ab zur nächsten. Achso, ich muss die überall machen. Alles klar. Warte mal, da haben wir doch das Messer, ne? Warte, das muss ich doch irgendwo ausrüsten. Moment. Nee. Ah, das haben wir schon bei 3. Nein? Da. Gucken, ob wir den so kriegen. Nice. Ein Erfolg gab das sogar. Sehr geil. Hup. Gut, Glück gehabt. Kommen wir hier durch? Schade. Stimmt, der kommt hier rum, ne? Nee. Oh, Mutti! Wo ist er jetzt? Bitte in der Gegend denken. Na komm, trau dich! Huch, der lebt ja noch! Gut. 13% stabil. Was denn? Ach, das ist eine Lampe. Dann müssen wir nur noch hier hin. Ist die Treppe hier hoch? Ja, da war sie. Schauen wir mal ganz oben. Unten noch eine höher, da ist die Treppe. Ich glaube, hier war ich überall noch gar nicht, oder? Ah, so. Perfekt, perfekt und perfekt.
Hör doch hier ein. Nur mal durch, ob ich hier was irgendwas übersehen habe, aber scheint nicht so. Oh! Bin ich denn jetzt hier im Keller oder was? Hä? Warte mal, finden gut, da sind noch welche. Was ist denn das hier? Ach, da habe ich da einen vergessen. Nee, ne? So, wo ist die andere hier? Nee, das ist... Doch, da muss ich doch irgendwo einen übersehen haben. Ach, hier den. Gut. Ab zum nächsten. Und letzten. Ach, da oben ist da einer. Ich den so umlaufen, ich speichere erstmal eben hier. Und hier mache ich mir nochmal so die hier von welchem. Aber nicht direkt 6, sondern noch 3 reichen erstmal. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt noch brauche, später im Verlauf. Da ist noch der, wo muss ich hin? Die da. Ach, das war ja mal, ich wollte gerade eben. Wollte schon gerade eben einen hier ein bisschen Angst kriegen. Mein Rucksack ist voll. Ist da was? Zack. Jetzt ist er nicht mehr voll. Jetzt haben wir wieder Platz ohne Ende. Mal gucken. Hier gut umlaufen. Kann man hier rein? Tatsächlich. Hier war ich doch gar nicht. Achso. Wo kommen wir schon mal nicht? Wie können wir die dann? Wahrscheinlich müssen wir dann noch freischalten. Gut. Peter, es stellt sich heraus, dass noch immer Menschen dort draußen sind. Und du dachtest, wir wären die einzigen Überlebenden. Ich habe beschlossen, eine Weile bei ihnen zu bleiben. Ich denke nicht, dass es hier besonders sicher ist. Ich habe es aber satt, ständig davonzulaufen. Du weißt, dass wir nicht jünger werden. Da gibt es diesen Kerl, Ryan. Ein alter Kerl wie wir, der mich daran erinnert, wie alt wir geworden sind. Alle denken, sie hätten eine Geschichte zu erzählen, da sie den Tag des jüngsten Gerichts überlebt haben. Weißt du, was er mich gefragt hat? Er fragte mich, ob ich mich noch daran erinnern würde, wie Kaffee schmeckt. Das lockert die Stimmung, oder? Ich glaube, du würdest ihn mögen. Ihr hättet einen Riesenspaß dabei, mir auf die Nerven zu gehen. Meine Wache endet bald. Ich vermisse dich und ich vermisse echt einen Kaffee. Apropos Kaffee, ne? Prost auf den Kaffee.
Ach, geht nichts über einen guten Kaffee, doch. So. Die muss ich wahrscheinlich jetzt... That's the last one. Good job with these pictures, River. We're one step closer to preparing a counterattack. I'm starting to see why Skynet isn't so fond of it. Now get your ass back to the shelter. Jawohl. Dann geht's jetzt einmal nach da oder nach da. Kann ich beide machen oder wie? Das hier ist jetzt aber auch zurück nach Pasadena und das auch. Dann bin ich doch schneller hier, ne? Ich bin kurz ein bisschen. Laufen, weil die sind ja eh gerade auf der linken Seite komplett. Oh, sind hier. Können wir hier durchgehen? Ja, ne? Da bestimmt hier die Dinger hier noch ausnehmen, oder? Ja. Schön alles mal mitnehmen. Da war noch was, oder? Nehmen wir Tür schließen, oder? Energiezellen. Für die Raketen sieht das schon extrem cool aus, ne? Nehmen alles mit. Muss irgendwo falsch abgebogen sein. Wo bin ich denn? Da und ja, ich bin total falsch gelaufen. Na, dann rennen wir halt dahin. Dann rennen wir halt dahin. Da dürfte es eh nichts mehr sein. Hier, hier habe ich ja alle weggemacht, ne? Also entweder spawnen die hier drin immer neu die Sachen oder war ein bisschen schlampig. Warte mal kurz gucken. Ach, das ist eine Tür hier. Da muss ich mal. Moment. Plasmagewehr T2100R Scoped. Haben wir denn da alles eigentlich? Die haben wir gerade in der Hand. Oh, what the heck? Wie geil ist das denn? Ist ja, das ist ja mal richtig geil. Geil. Wir haben ein neues Gewehr.
Ich habe den Faden verloren. Einmal hier rum. Ist, wenn man sich hier immer aufhalten lässt durch das ganze Looten hier. Ich meine, hier kommen keine mehr. Ich meine, die hatte ich alles fertig gemacht. Ich jetzt hier außen rum. Aber guck mal, hier unten könnten wir nochmal speichern. Muss ich nochmal gucken hier. Darum. Lirum Larum Löffelstiel. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Wie geil, ey. Das ist ja mal richtig Hammer, das Teil. Wollte ich gar nicht. Dass diese Schnecken oder was da nochmal ist, hier immer mich hier wieder antatschen. Aber da sind wir schon wieder zurück. Mal sehen, was jetzt kommt. Wir haben uns sozusagen bewiesen. Würde ich jetzt mal so sagen. Oder? Pasadena ist schon lange nicht mehr. Es ist mir jedoch gelungen, meine erste Mission als Tech-Com-Soldat abzuschließen. Nun ist es an der Zeit, mich von meinen Gefährten zu verabschieden, bevor ich gehe und mich Commander Baron und ihrer Süd-Division anschließe. Na dann, war ich hier nicht schon mal letztens? Habe ich nicht schon mal tschö gesagt? Tschö mit Ö? Guck mal, wie das Licht. Herrlich. Ist keiner? Hello there! Oh, handeln. Das hier kann weg. Aktion abschließen. Ich weiß nicht, ob wir das hier haben wir das gerade, ne? Genau, ja, das haben wir gerade. Pistole brauche ich eigentlich auch nicht, aber irgendwie habe ich die, glaube ich, beim letzten Mal schon verkauft oder war das eine andere? Ich weiß es gar nicht mehr. Hallo? Jacob, how is Pasadena? You know what? Forget I asked. I don't want to know. I'm just glad that you're all right. And how are you doing? Ich hab doch was für dich. I'm a little nervous before tomorrow. I never asked you. What are you planning to do tomorrow? I've been meaning to tell you earlier, but I panicked. And that's because I decided to go with Ryan. We'll find somewhere safe, away from all this. You have to understand, I need to do what's best for Patrick. I'm his big sis. I need to protect him. I haven't told him yet. He'll be devastated leaving you and Aaron, but I think it's for the best. Finde ich eigentlich auch, weil mit einem Jungen in so ein Kriegsgebiet zu ziehen, ist natürlich auch ein bisschen blöd, ne? Willst du nicht wissen, was in Pasadena passiert ist? Aren't you curious about what happened in Pasadena? No. I think I'd rather keep that place in the past. Actually, I have a confession to make. I've never been outside of Pasadena until now. Can you believe that? Bin ich schwach für einen Sammler? Nee, das sag ich aber nicht. That's not surprising. After all, that's where your home is. Where it used to be. Right now, I'm going to try someplace new to call home. I did my traveling through pictures and postcards that wanderers brought with them. My favorite had a little flamingo drinking water from a lake on it.
its long red neck curved like a snake. Patrick's mother gave me that postcard. It's funny how I never met my mother, but I was around to see Patrick's leave him. Ich dachte, Patrick wäre dein Bruder. I thought Patrick was your brother. In our house, we were all brothers and sisters. But me and Patrick, we've always had this special bond. Felt what the other one was feeling. We'd even get sick together. I remember the day Patrick's mom brought him in. They were both tired and dirty, so we took care of them. Patrick was crying a lot. He was teething at the time. I think that was what scared her away. She just couldn't handle the crying. How was she? I loved her. For the time she was with us, I liked to pretend she was my mother, too. After she took off, I was devastated. But my father said, "You need to grow up. You have a brother now." So I burned the postcard. The little red flamingo flew up in flames. And I promised myself I'd never be weak again. But I guess we all need someone we can be weak with sometimes, don't we? Ja, dann haben wir schon mal eine weniger. Was mit Aaron? Die müsste ja eigentlich mitkommen, ne? Oh, wie süß! Oh, das ist herrlich, oder? Richtig süß. Die beiden haben sich gefunden. Ausruhen? Achso. Ich muss mich also erstmal ausruhen, bevor ich da mit Aaron reden kann. Die ist wahrscheinlich schon am Pennen. Einige Stunden später. Wake up! Uh-huh. We need to move. What's going on? Everyone, wake up! You need to get out of here. Who the fuck are you? It doesn't matter. What matters is that you can't stay here any longer. She asked a question, and I suggest answering. You don't want to do that. I've got this place rigged with explosives, and there's a detonator in my pocket. You got what? Would you mind? Lower your gun, Ryan. He's the one that saved my life. What do you want from us? You have to get out of here. Skynet's on its way. They finally found you. What do you mean they found us? They were looking for us? Not for you. For him. He's essential to winning this war. Skynet knows that. That's why they've been following him for months. I have to make sure nothing happens to him. In a couple of minutes, an infiltrator will walk in here trying to kill him. I can't let that happen. We have to bury that Terminator here once and for all. All right, everybody, you heard him. Let's get moving. I'll get the bus ready. There's no time for that. There's a passage here. It will lead you out. Use it. What was that? All right, everyone, get out! Völlig gemütlich. Give me that. It's the same one. It's the same model. Leave! Now! How the hell's he still alive? Go! 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 Watch out! Oh, das wird nicht mehr so sein. Don't just stand there! Run! Nicht schlecht. Also der Fremde ist jetzt wohl dead. Unser Gehilfe, das ist blöd. Baron listened to us. She could no longer deny that this infiltrator was a real threat. She decided to take everyone in, on her terms. The shelter was on high alert, but thanks to the intel I gathered in Pasadena, we slowed the advance of the Annihilation Line and gained some time. Just enough to start preparing the counterattack. Zwei Wochen später. Aber da bin ich mal gespannt. Bisschen abgeschlossen, zurück nach Pasadena. Sehr schön. Aber den Rest, Mitglieder des Widerstands, werden wir dann in der nächsten Folge machen. Denn wir haben später 30 Minuten und irgendwie schaffe ich nie auf die 25 Minuten. Ich weiß ja auch nicht. Also bis zur nächsten Folge.
Euer Wobra. Tschüss.